Das Wesen Kreis. Das Wesen Kreis. Kreis. Das Wesen Kreis. Das Wesen Kreis. Ja, das scheint so ein, scheint ein Bewegungswesen zu sein. Das Wesenkreis. Also ich sehe im Universum sich Kreise bilden, Energiekreise sehe ich als erstes Bild, also Planeten, die sich drehen, die Kreise bilden. Aber das Wesenkreis beschreibt irgendwie die Einheit des Universums. Das ist so ein Bild dafür. Aber das Wesenkreis, ja, es ist ein verbindendes Wesen. Es schließt immer ab. Also wenn was offen ist, wenn was noch nicht abgeschlossen ist, mit dem Kreis schließt sich's ab. Es vollendet sozusagen das Wesen. Vollendet einen Zustand, einen Prozess, eine Bewegung. Das Wesenkreis vollendet immer. Es ist ein vollendendes Wesen, ein abschließendes Wesen. Es kommuniziert mit anderen Kreiswesen. Es ist sehr frei, frei im Universum. Es ist individuell, das Wesenkreis. Es ist nicht. Es verbindet sich mit anderen, aber es bleibt immer das Wesen selbst, es bleibt immer individuell. Es hat viele Farben. Alle Planeten haben sich vom Wesenkreis abgeschaut, wie sie sich bewegen. Scheint irgendwie das Wesenkreis inspiriert sozusagen. Mannigfaltige Pflanzen, Tiere, Menschen inspiriert es und Planeten inspiriert es darin, auch den Kosmos inspiriert es darin, in eine sozusagen harmonische Bewegung zu kommen. Das Kreiswesen ist eine harmonische, ist ein harmonisches Wesen. Es ist ein umfassendes Wesen, das gibt es auch in anderen Universen, nicht nur in unserem. Ein Symbol ist die Blume des Lebens zum Beispiel, wo man das so darstellt. Die Blume des Lebens beschreibt alle Paralleluniversen oder parallele Welten. Es beschreibt sozusagen den verbindenden Aspekt des Kreiswesens. Das kann man daran sehen. Und es heißt ja heilige Geometrie und das Kreiswesen ist auf jeden Fall ein heiliges Wesen. Es ist ein spirituelles Wesen, das Wesenkreis. Immer wenn sich Menschen verbinden wollen, entsteht ein Kreis. Immer wenn Menschen sich kräftigen wollen, entsteht ein Kreis. Also bei allen positiven Aspekten entsteht ein Kreis. Bei allen Negativen löst sich der Kreis auf. Also das Wesen Kreis ist so eine Art Friedenswesen, ein Symbol für Verbindung vom Mikrokosmos zum Makrokosmos. Ist das sozusagen ein verbindendes Element. Es führt verschiedenste Individualitäten zusammen, das Wesen Kreis. Und es sind dann Kreise im Kreis, die einen neuen Kreis erschaffen. Also es scheint wohl so zu sein, in dem Moment, wenn sich ein Kreis bildet, entsteht daraus weitere Kreise. Wieder ein Babykreis, was dann auch wieder größer wird.
In dem sozusagen ein Kreis entsteht, entsteht das Nächste, wächst daraus das Nächste. Wenn verschiedene Persönlichkeiten zusammenkommen und sich verbinden, entstehen sozusagen mannigfaltige Kreise im Kreis. Das Wesen, Kreis. Also es ist ein sehr großes Wesen. Das hat auch noch Fähigkeiten, die ich nicht ganz verstehe. Ich sehe jetzt so einen Riesenkreis mit einem Raum, durch den man durchgehen kann. Also wenn ein Kreis entsteht und man geht mit der Hand in diesen Kreis hinein, kann man vermutlich so Verwirbelungen in andere Universen machen. Also das Wesen Kreis hat Anteil daran, dass wir in andere Universen reisen können oder andere Planeten durch diese Wirbel, in die wir reinkommen. Das beginnt immer in den Eintritt eines Kreises. Man tritt in einen Kreisraum ein. Es ist zwar ein verwirbelter, aber er ist immer rund. Er ist nicht eckig oder so oder dreieckig oder so, sondern das ist eine der größten Kräfte im Universum, ist der Kreis. Es hat keine Bedingung, es knüpft keine Bedingung. Es stellt sozusagen sein Werkzeug, sein Tool zur Verfügung, von dem man Gebrauch machen kann. Immer und überall, zu jeder Zeit. Das Wesenkreis ist sozusagen unterstützt jegliche Form von Verbinden, Verbindung. Es arbeitet scheinbar mit dem Wesen Verbindung zusammen. Die größte Friedensbotschaft geht vom Wesenkreis aus. Also man müsste sozusagen, man könnte Friedensvogel machen, so Friedenszeichen kann man machen, Peace. Aber eigentlich, wenn man wirklich von ganz tief innen Frieden aussenden will, sendet man einen Kreis. Also man macht zum Beispiel auf eine Fahne einfach nur einen Kreis und denkt diesen Kreis, wenn man Gewalt gegenübersteht, dann verbindet sich plötzlich alles. Also das hat sozusagen eine Kopfkraft, eine Mindkraft. Wenn man Kreise aussendet, dann sind die friedlicher Natur. Also wenn du als Bewegung mit der Fahne rausgehst und dem Kreis, musst du nichts befürchten, dann geht eigentlich keiner auf dich los. Und am besten auf eine weiße Fahne. Aber jeder kann das in seiner Farbe machen. Wichtig ist es, dass in der Mitte ein Kreis ist. Und zwar nicht ausgefüllt, also nicht komplett, sondern es geht darum, dass ein Kreis stattfindet. Die stärkste Farbe ist Rot dafür, für so ein Kreiswesen. Aber jeder macht individuell seine Form seines Friedenswesens. Also es kann auch eine andere Farbe nehmen. Ich würde jetzt Gelb nehmen oder so, weil es meine Lieblingsfarbe ist. Also Orange kann man genauso nehmen. Aber da sendet man vom Universum Frieden. Also du sendest nicht nur irdischen Frieden, du sendest universelles, ein universelles Zeichen von Frieden. Das heißt, wenn du plötzlich Aliens begegnest, dann ist das das Friedenszeichen. Also wenn man plötzlich Außerirdischen begegnen würde, dann kannst du nicht mit einem Friedensvogel kommen oder so, oder? Weil das versteht niemand im Universum. Wenn du aber mit dem Kreis kommst oder mit der Blume des Lebens, die ist noch ausdrucksstärker, dann ist das ein Zeichen von einem Friedensangebot.
Will das Wesen Kreis uns noch was mitgeben? Also das Kreiswesen gibt uns keine Worte, sondern das Kreiswesen dreht sich einmal um sich selbst. Es macht einmal die Drehung. Wahrscheinlich meint es damit, dass man in alle Richtungen schaut, nicht nur in eine, dass es überall, überall ist was, dass man alles einmal anschaut, vermute ich. Aber das ist die Botschaft, also man geht sozusagen mit einer Fahne, Friedensfahne, mit einem Kreis und wenn man dann gesehen wird, dreht man sich einmal um sich selbst und so spricht man miteinander oder so verkündet man sein Ansinnen für Frieden. So eine Macht hat das Kreiswesen. Und dieses Wesen ist nicht manipulierbar, man kann das nicht verändern, man kann das nicht manipulieren. Man kann natürlich, wenn man jemanden immer wieder einredet, dass es nicht gut ist, dann denkt natürlich die Person, dass es nicht gut ist. Aber es ist ein ganz tiefes, aus dem Herzen kommendes Zeichen und Wesen. Also und es wird eben dann auch außerhalb der Erde verstanden. Es wird dann auch von Wesenheiten verstanden, die ein anderes Ansinnen haben und nicht aus der physischen Welt sind. Für die ist das ein sehr deutliches Zeichen und sehr kraftvoll. Es ist so, dass wenn du jetzt rausgehst und für Frieden bist, tanzt dein eigener Teufel immer mit. Und wenn du dieses Zeichen anwendest, tanzt er nicht mehr mit, sondern der hat dann verstanden, was du meinst. Hier gibt es keinen Tanz mehr des Teufels, sondern also sozusagen das, man missbraucht dann nicht das Bedürfnis nach Frieden, sondern man meint dann Frieden, auch mit sich selbst. Auch so, es gibt ja das, ein Kreis zum Beispiel, Ringe sind ja auch immer so Verbindungen. Jeder trägt einen Ring, das bedeutet ja auch immer was. Hat ein verbindendes Element oder ein Zeichen für einen bestimmten Kreis von Leuten, die dann bestimmte Ringe haben und so. Also ich würde sagen, in der neuen Welt ist das das Kreis, ist der Kreis oder die Blume des Lebens immer das Zeichen von friedliebenden Menschen, die miteinander sich wachsen wollen, weiterkommen wollen, erweitern wollen, einander gut tun wollen, füreinander da sind. Das würde ich als zukünftiges Zeichen nehmen. Das kommt mir zum Wesen, Kreis.